alles arbeitete weiter. Das zeigt wieder die Weisheit von Lucky Luciano. Selbst als er, der Initiator, als erster Mafia-Boss verurteilt wurde, alles... Luciano blieb weiterhin der Boss, während Frank Costello, ein hoch angesehenes und wohlbekanntes Mitglied der New Yorker Unterwelt, die laufenden Geschäfte des Imperiums übernahm. Auch Costello scheffelte Millionen und vermehrte den Reichtum der Familien, während sein Boss die nächsten Schritte plante. Luciano musste nicht lange warten. Im japanischen Angriff auf Pearl Harbor traten die USA 1942 in den Zweiten Weltkrieg ein. Und Luciano war der Ansicht, dass sein Land ihn brauchte.